easy go. Was geht, der Nico hier? Ja, herzlich willkommen zum dritten Tag meiner Herbie-Restauration. Da sich so viele Leute gefragt haben, was das mit den ersten beiden Videos auf sich hat, werde ich das Ganze jetzt mal ein bisschen kommentieren. Also es geht darum, dass mein Herbie Cruiser, ich versuche das Bild mal hier oben einzublenden, wieder ein neues Leben kriegt. Er ist jetzt einfach in die Jahre gekommen, hat an vielen Stellen Rost und ich möchte einfach da noch ein paar Sachen verwirklichen. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Werkstatt. Dann zeige ich euch am Bike, was ich vorhab. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Ja, wir sind jetzt hier in der Werkstatt beim Rahmen. Wir sehen schon eine ganze Menge verändert. Hier zum Beispiel, das wird komplett verkleinert. Hier kommt ein Akku hin. Das habe ich schon einmal vorbereitet mit einer Holzkonstruktion. Das ist natürlich alles nur provisorisch. Ja, wir müssen die Metallteile dafür noch anfertigen. Das wird jetzt im Laufe der nächsten Tage passieren. Die liegen schon zu Hause, die Metallplatten. Ja, ich hoffe, ihr folgt dem Umbau weiter. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Habt einen schönen Tag. Ciao.